Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video am Mittwoch. Es geht mal wieder weiter mit dem Amarok hier. Wir haben ja in dem letzten, einer der letzten Teile dieses RSI Smart Canopy Evo Hardtop montiert, was wirklich extrem geil ist. Und jetzt sieht die Ladefläche innen drin noch ziemlich schrecklich aus. Das heißt, ihr seht da schon ein Paket stehen. Viele von euch haben es in die Kommentare geschrieben, nutzt doch mal diesen Reno-Lack bzw. Raptor-Lack. Der heißt ja eigentlich Raptor-Lack und nicht Reno-Lack, aber ich sage mal Reno-Lack, weil ich Reno-Lack sage. Es ist ein Komplett-Set, kostet 120 Euro, habe ich bestellt bei Horntools. Da steht das Paket noch und angeblich soll dann die Ladefläche geil aussehen. Ob das alles funktioniert, weiß ich nicht. Es ist ein Komplett-Set und ich würde sagen, wir starten, es geht los. Bevor das Spiel aber losgeht, müssen natürlich diese ganzen Halter, die jetzt aktuell das Hardtop hier tragen, demontiert werden. Hätte ich natürlich vorher gewusst, dass es nicht funktioniert mit diesem Inlay, ich hatte ja vorher diese Inlay-Schale drin aus Plastik, dann hätte ich natürlich erst diesen Herculiner Raptor-Lack da drauf geknallt und ja, letztendlich wäre es viel einfacher gewesen, aber jetzt haben wir halt den Worst Case, beziehungsweise ja, sind es vier Module, die wir hier rausschrauben müssen, dann haben wir hier unten irgendwie immer noch so Gummipads, aber ja, die nehmen wir jetzt raus, schleifen die Oberfläche grob an, müsst ihr auf jeden Fall machen, sonst habt ihr nicht lange was davon. Und dann wichsen wir das Zeug eiskalt da drauf, komplett volles Rohr, in jede Ecke kommt das Zeug jetzt da rein. Wir haben 7 Quadratmeter Set, das geht auf jeden Fall steil hier gleich. Ich schwöre ja schon auf die ganzen Sortimo-Kisten, nur das Problem ist, um da nochmal ranzukommen, muss man jetzt das ganze Set irgendwie hier einmal runternehmen. Und ich hoffe, dass das auch so funktioniert mal eben. Und da hinten ist die Flex, meine Damen und Herren. Ich muss ja zugeben, ich bin schon ein kleines bisschen Gelände mit dem Ding gefahren. Das Tolle ist, das Ding wiegt 158 Kilo. Die Scheinwerfer waren vorher nicht eingestellt, weil halt durch die Höherlegung der Lichtkegel sich natürlich verändert hat. Und jetzt, wo das Hardtop drauf ist, brauche ich die Scheinwerfer nicht mehr einstellen, weil das Ding halt echt massiv und hart ist. Ja, schlägt sich super im Gelände. Ich weiß nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt. Da seht ihr so ein paar Stories. Der Fritz war kurz zu besuchen. Dann sind wir mal so eine Halde hochgefahren und haben dann mal ein bisschen Offroad gemacht und geguckt, was dieses wundervolle Ding hier kann. Und der kann schon ein bisschen was. Ist kein ultimatives Offroad-Monster, aber reicht vollkommen für ein bisschen Fun. Die 13, die fehlt. Lass mich raten, das ist die 14, die 15 sogar. Und das ist die 16. Das ist auch eine 13, natürlich. Jetzt haben wir nur 13 für kleine Aufsätze. Dann nehmen wir eine 13 für einen kleinen Aufsatz. Ne? Das ist jetzt auch kein Weltuntergang hier. So, diese ganzen Inlays jetzt, Leute, beziehungsweise Haltepunkte, müssen jetzt demontiert werden. Ihr seht, die sind hier unten fixiert. Ihr habt es ja in dem letzten Teil verfolgt. Es ist halt, ja, man könnte die theoretisch drin lassen, aber ich will halt dahinter auch eben den Lack machen. Und das ist jetzt auch kein Akt, die scheiß Schrauben eben loszukriegen. Und dann wird das Ding einfach hier rausgeschraubt. Die sind noch bescheuert, weil das sind so Gummipuffer, damit diese Schale, die hier drin war, keine großartige Vibration auslöst. Das heißt, da nehme ich auch eiskalt eine Schrubbscheibe für, weil die Dinger letztendlich runterzukriegen, also ich kriege die obere Schicht ab. Ja, super. Und da würde ich mir einen heißen fummeln und ich habe mir jetzt gedacht, komm, das Ding wird eh gemacht und dann nimmst du einfach die Schrubbscheibe und schrubbst die Dinger runter. Hier ist noch ein Nöppel drin, der muss auch auf jeden Fall raus, den brauchen wir auch nicht. Das gleiche Spiel machen wir jetzt auch mit den unteren Haltern. Grundsätzlich ist das Ding jetzt nackt. Ihr seht, wie gesagt, hier sind noch diese Pinne. Hier hinter war übrigens auch gerade wieder so ein Pin. Und die würde ich jetzt echt einfach mit einer Schrubbscheibe versuchen wegzuschrubben, weil es einfach einfacher ist, als jetzt hier großartig noch mal den Heißluftföhn anzusetzen und die Klebereste zu entfernen. Einfach eiskalt drüber und jetzt habe ich ja hier schon die Betriebsanleitung. Wir haben hier auf jeden Fall Gummihandschuhe dabei für die künstliche Befruchtung von Kühen. Wir haben zwei Rollen dabei, sogar zwei. Das heißt, ja, theoretisch könntet ihr mittendrin einen Break machen und wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt nochmal irgendwie was nachlackieren, dann habt ihr immer noch eine Rolle dabei, weil ich kenne die Dinger jetzt aus dem Baumarkt nicht. Die sehen irgendwie aus wie Filtereinlagen für ein Aquarium oder eine Poolanlage. Ja, ein Pinsel dabei und halt dieses ultimative Herculiner. Please do not shake can. Open with care. Continence may be under pressure. Da ist doch kein Druck drauf auf diesem Ding. Das ist das Zeug jetzt also. Und es ist ein Set für, weiß ich gar nicht, just three easy steps. Erstens prepare, zweitens apply, drittens dry. Biohazard-Zeichen drauf. Schön, ey, damit spüle ich zu Hause. Aus Angst vor Bakterien. Vor kleinen mikroskopischen Ozonbakterien. Ganz wichtig ist immer erst den Stecker reinstecken bei der Flex und dann die Scheibe tauschen, weil dann ist die Gefahr noch ein bisschen höher, dass euch die Finger abreißen. Also theoretisch erst die Scheibe abschrauben, tauschen und dann den Stecker reinstecken. Aber ich mache das ja gerne mal andersrum, um so ein bisschen auch in die Kommentare
für Aufsehen zu sorgen. Also schreibt unten rein, was ihr als allererstes macht. Also diese komischen Platten versuche ich jetzt einfach mal runterzuholen. Hier oben haben wir auch so ein bisschen was drauf. Aber wir gucken einfach mal, was passiert. Und Stöpsel wären auch noch gut gewesen. Also wir haben jetzt die Geschichte soweit vorbereitet. Wir haben zu unseren Nietenköpfe zum Beispiel blank geschliffen. Das ist auch vollkommen okay. Und jetzt hauen wir da quasi gleich einfach unseren Herculiner drauf. Die Kanten können wir jetzt theoretisch mit Roststopp, Rostumwandler, was auch immer noch bearbeiten. Aber da das Material so ein Epoxidharzzeugs ist, wird es vollkommen okay sein, wenn wir das jetzt einfach da drauf knallen. Es gibt ja Leute, die machen den ganzen Unterboden damit und werden auf Lebenszeit nie wieder Rost sehen. Deswegen, die groben Stellen haben wir angeschliffen, diesen komischen Klebereste haben wir auch weg und diesen ganzen Industriekleber, der ist jetzt auch nicht mehr hier vorhanden. Hier ist noch ein kleines bisschen, das müssen wir nochmal wegmachen. Und dann würde ich sagen, einfach eiskalt draufknallen. So, also, damit das ganze Zeug jetzt hält, müsst ihr natürlich die Oberfläche komplett anschleifen. Habe ich jetzt, glaube ich, schon 5-mal gesagt. Theoretisch könntet ihr das auch einfach so drauf machen. Ja, es geht, sicherlich. Aber habt ihr nicht lange was von, je nachdem, wie hoch die Beanspruchung ist. Deswegen hat Herculiner auch einen Schleifvlies mitgeschickt und das wird jetzt quasi einfach hier drüber gerubbelt. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann, aber ihr seht, dass die Oberfläche dann matt wird. Ja, und das reicht vollkommen aus, um die Haftkraft zu gewährleisten für diesen Liner. Scheiße, ist das aufwendig. Natürlich Vorteile, wenn man den Staub drin lässt, wenn man anfängt zu schleifen, dann weiß man, wo man noch nicht war. Okay Leute, nee, komm, ich zeige euch jetzt nicht hier, wie man stundenlang schleift. Also ich habe ein bisschen gecheatet. Ihr habt jetzt gedacht, ich nehme die ganze Zeit auf, aber nein, ich habe einen Exzenterschleifer gerade noch gefunden und dann habe ich mal kurzen Prozess gemacht und habe jetzt alles einmal grob angeschnitten, weil, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu grobes Schleifpapier genommen, aber da geht der Lack auf jeden Fall nicht ab. Und ich würde jetzt sagen, einmal aussaugen. Entfetten. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, so mit meiner Hose und mit meinen schwitzigen Füßen, dass ich jetzt nicht wieder alles voll fette. Und dann fange ich von hinten an und schmier die Scheiße da drauf, weil es wird gleich regnen, denke ich. Los geht's mit dem Industriereiniger einmal entfetten. Wow, es sieht ja so aus, als wäre nie was gewesen, wenn ich es drauf sprühe. Ist aber leider nicht so. Es ist schon hart angeschliffen. Ich glaube noch nicht mal, dass man diesen Schleifstaub hinterher in den Lack sieht. Schön. Die Ladefläche nochmal. Wobei, die können wir gleich lieber entfetten, wenn wir dann hier den größten Teil gemacht haben. Ich würde einfach sagen, go. Okay, warte, wir haben unseren Herculiner. Ich weiß nicht, ob das Bild in Ordnung ist, aber ich hoffe, es ist in Ordnung. Jetzt muss das Ding erstmal gut durchrühren, damit man auch die fetten Gummipartikel da abgreifen kann. Okay, die Oberfläche, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wird jetzt auf jeden Fall schön cremig. Und jetzt merke ich natürlich, dass diese Gummipartikel alle gleich verteilt sind. Das heißt, ich kann diesen super wundervollen Stab hier rausnehmen. Jetzt ziehen wir unsere super Handschuhe an. Machen den Pinsel bereit. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's um die Wurst. Sagen erstmal in die Ecken schmieren. Wir malen jetzt erstmal diese schwierigen Kanten vor, wo die Rolle nicht reinkommt. Und dann hauen wir da nochmal schön mit der fetten Rolle ein drüber. Ultimativ geil, das Zeug. Ultimativ. Einfach drauf pinseln, eiskalt. Da brauchst du gar keine Rolle für. Je nachdem, was ihr für eine Optik haben wollt. Mit einer Rolle erreicht ihr natürlich diese ultimativen Gummi-Look-Optik. Aber ich mache das jetzt einfach so und guck mal, wie weit ich komme. Nur die Kanten hier oben nachzumalen, ist halt so ein bisschen scheiße, ne? Wie gesagt, Leute, doppelte Schicht ist angegeben von Horn Tools. Die einfache Schicht reicht natürlich sicherlich auch. Es kommt halt auf die Nutzung letztendlich an. Wenn ihr den wirklich als Ladefläche vom Pickup nutzt, dann solltet ihr auf jeden Fall zwei Dinger draufsetzen. Aber so würde ich schon sagen, reicht das für meine Anwendung. Da kommt der Innenauszug rein. Muss ich jetzt hier gar nicht übertreiben, ey. Mein Gott, ey, guck dir das an. Ist das perverster Zeug. Volles Rohr drauf. Nicht geizen. Dann kommen wir nicht. Den Pinsel erstmal beiseite. Dann machen wir das jetzt wirklich mal mit der Rolle hier. Das scheint ja wirklich zu funktionieren gut. So, volles Rohr drauf mit dem Zeug.
Boah, ist das geil, ey. Das macht das Spaß. Problem ist, Leute, dass die Perspektive gerade sehr begrenzt ist, weil alles schon voll mit diesem Zeug ist. Das heißt, ich kann das Stativ jetzt hier nirgendwo abstellen. Deswegen müsst ihr euch leider mit der Perspektive jetzt zufrieden geben. Aber ich werde hinterher nochmal eine schöne Aufnahme machen, wenn alles drauf ist. Und getrocknet. Wenn das dann hinterher auch noch so gut aussieht, wie es jetzt aussieht. Aber ich gehe mal stark davon aus. Ohne Scheiß, es tut mir total leid, dass die Perspektive manchmal echt schlecht ist. Ich kann jetzt nicht auch noch auf das Licht achten. Also wenn einer von euch Kameramann werden möchte, dann kann er sich gerne melden bei mir auf Instagram. Also es ist wirklich kompliziert, das auch noch irgendwie mitzufilmen, weil es halt irgendwie schnell gehen muss, damit man eine gerade schöne Fläche hat. Das Schöne ist, das ist so dickflüssig, das verläuft gar nicht. Das heißt, ich kann jetzt die ganzen Löcherchen hier zupinseln. Meine Güte, ist das cool oder ist das cool? Schick. Ja, ihr seht, es muss noch ein bisschen durchtrocknen. Aber das Zeug ist wirklich Next Level Shit. Level. Ultimativ geil, super einfach aufzutragen. Ich feiere das Zeug hart. Jetzt ist natürlich schwierig, euch zu zeigen, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. Ich bin auch gespannt, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. Aber es dauert 12 Stunden, bis man es maximal nutzen kann. Da unten seht ihr vielleicht gerade einen Tropfen liegen. Vielleicht seht ihr den auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das halten soll. Da muss ich jetzt irgendwie noch dran kommen. Und das mache ich jetzt noch fertig. Dann stelle ich das Auto in der Halle, lasse das nochmal durchtrocknen über Nacht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wenn es wieder weitergeht mit dem Amarok, ihr müsst mich nur daran erinnern, dass ich euch dann zeige, wie die Ladefläche aussieht. Beziehungsweise fahre ich Dienstag vielleicht nach Frontrunner und gucke direkt nach dem Auszug. Dann seht ihr halt nur noch die Hälfte von diesem ganzen Sammelsurium an Klebematerial. Echt, ich feiere das. Ich feiere das hart, das Zeug. Wie gesagt, super einfach zu verarbeiten, super dickflüssig, ihr könnt super auftragen und ihr habt eine gummierte Oberfläche. Kostet, na, relativ viel Geld, 120 Euro, glaube ich, hat das Set gekostet. Ich habe es auch gekauft, ich habe es nicht gesponsert bekommen oder sonst was, weil ich mir einfach gedacht habe, ihr habt es unten in die Kommentare geschrieben, probier das mal aus. Und ich habe es jetzt ausprobiert und jetzt überlege ich schon, was mache ich mit den restlichen Eimer, weil ich habe arsch viel Zeug noch von übrig. Der ist irgendwie ein Drittel von weg. Und jetzt gucke ich mal, was wir noch damit einpacken können. Das ganze Auto am besten. Nee, aber ich finde den Look halt fürs ganze Auto albern, aber vielleicht irgendwas fällt mir noch ein. Radkästen oder irgendwie so ein Scheiß. Mal gucken. Also, schreibt es in die Kommentare, was ich damit machen könnte. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann holt euch hier so ein Set mit Rolle und gebt euer Bestes. Macht das Auto von den Eltern einmal komplett in Rubber-Look. Genau. Ciao.